Bahn, Fahrrad, Auto, E-Scooter. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, um ans Ziel zu kommen. Trotz dieser Auswahl verlieren wir so oft wertvolle Zeit, weil der Verkehr stockt. Ich glaube, Technologien und Innovationen können uns dabei helfen, Mobilität schneller zu organisieren. Mein Name ist Daniela Kluckert. Ich bin Vizevorsitzende des Verkehrsausschusses und Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. Mich interessieren neue Konzepte zur intelligenten Verkehrslenkung. An der TU Berlin widmet man sich genau diesen Themen. Und ich treffe heute Professor Albarak, den Leiter des DAI-Labors. Vielen Dank für die Einladung, Herr Professor Albarak. Herzlich willkommen. Was hat Sie eigentlich an die Technische Universität gebracht? Ich habe an der TU Berlin studiert, promoviert und habilitiert. Und ich bin mal kurzfristig weggegangen von der TU nach Amerika. Habe mich ein bisschen kleines Stückchen Heimatgefühl hier und ich bin wieder nach Berlin zurückgekehrt. Und bei der Forschung, was ist das genau? Was ist Ihr Steckenpferd? Meine Vision ist, dass man eine Modalität hat, der genauso sich so verhält wie der Mensch. Ob das Bus ist, Auto ist und dass man durch eine übergeordnete Software die Systeme dahin bringt, dass sie ihre Umgebung sehr gut wahrnehmen. Und dann haben wir ja als Politik ein ganz großes Ziel, das ist die Vision Zero, keine Verkehrstoten mehr. Genau. Das ist eine lange Weg, da müssen wir dahin. Wir müssen die Gesellschaft mitnehmen, wir müssen die Ängste der Gesellschaft wegnehmen. Meine Sicht, die Politik ist gefordert, solche Plattformen zu schaffen, dass man das hinkriegt. Ich hatte mal eine kleine Anfrage im Bundestag gestellt, wie viel CO2 sich eigentlich mit Smart Parking einsparen lässt. Das sind 900.000 Tonnen CO2 im Jahr. Das ist eine Menge, was wir da schaffen können. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben also Friday for Future Aktivitäten. Und die sind auch okay. Aber ich plädiere dafür, dass wir die alle Parameter, die unsere Klima beeinflussen, digitalisieren, zeigen durch die innovative Maßnahmen, wie wir da das reduzieren können. Wenn Sie jetzt junge Leute treffen, würden Sie denen eigentlich noch raten, einen Führerschein zu machen? Die Richtlinien sind so, dass man also auch, wenn das Auto also selber fahren würde, muss man Führerschein haben, aber ich glaube perspektivisch, in 10 Jahren braucht man keinen Führerschein. Das Auto wird seinen eigenen Führerschein haben. Das klingt ja alles vielversprechend. Die TU hat für die weitere Entwicklung eine Teststrecke eingerichtet, um technische Daten für das autonome Fahren zu sammeln. Unser Fahrzeug hier wird jetzt mit Sensoren ausgestattet. Ja, was sind das für welche? Kameras, Radar hat er schon. Mit zusätzlichen Laserscannern an den Kanten und an den Seiten. Ja. Und dann kann er ein wunderbares Umgebungsbild auch sehr mit hoher Präzision aufnehmen. Und dann sehen wir also andere Objekte, wo die Straße ist. Es geht halt um die Fahrplanung, die Kollisionsvermeidung. Welche Geschwindigkeit fahre ich, welchen Weg nehme ich? Bleibe ich in der Fahrspur oder wechsle ich die Spur? Das sind so Entscheidungen, die dann autonom von dem Auto gefällt werden müssen. Ja. Natürlich müssen andere Verkehrsteilnehmer auch getrackt werden, damit man dann Vorhersagen machen kann, also da würden wir uns jetzt an der Stelle würden wir uns jetzt treffen und käme es zu einer Kollision, also wähle ich entweder einen anderen Weg oder eine andere Geschwindigkeit und die wird dann an das Auto übermittelt. Die Zukunft der Mobilität, sie ist smart, sie ist vernetzt und sie muss vor allem umweltfreundlich sein. Und deswegen brauchen wir Innovation, wir brauchen Forschung, so wie hier an der TU geforscht wird, das in ganz, ganz vielen Bereichen in Deutschland gemacht. Packen wir es an für eine effizientere Mobilität, die umweltfreundlicher ist und die uns gleichzeitig schneller vorankommen lässt.